Leute, es gibt unfassbare Leaks über die Spielzeit von GTA 6 und den Speicherplatz, den es benötigt. Achtung, bevor wir uns jetzt alle erschrecken, zumindest für die PS5-Spieler, aber es sollen grundlegend erstmal, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber aufgrund der Größe ist es nicht unwahrscheinlich, 750 GB Speicherplatz. Achtung, PS5-Spieler, die PS5 nutzt eine Technik, die die Daten von Spielständen oder von allgemeinen Spielen, Downloads und so weiter komprimiert. Das heißt, wir können um die 50% weniger rechnen. Bei manchen Spielen ist es ein bisschen mehr, bei manchen glaube ich ein bisschen weniger, weiß ich nicht. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass PS5 deutlich kleinere Spieldateien hat im Speicher. Also, wenn das nicht der Fall wäre, müssten wir uns tatsächlich bei einer PS5 eine externe Festplatte oder beziehungsweise eine neue interne einbauen und den Speicherplatz erweitern, weil die PS5 hat, glaube ich mal, so gerade etwas über 800 und benutzt aber schon über 100 GB, über 100 Gigabyte für internen Speicher, Betriebssystem und so weiter. Die Xbox Series X sollte um den 1 Terabyte haben. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich habe zumindest im Internet nichts gefunden, dass es weniger als 1 Terabyte sind. Das heißt, es reicht auch gerade so. Aber im Endeffekt wird es so sein, dass wir wahrscheinlich unsere komplette Festplatte irgendwo leer räumen müssen, um genug Platz für diese ganze Geschichte zu haben. Das erstmal dazu. Aber die Spielzeit ist sowas von unfassbar krass. Es sollen absolut fette 400 Stunden Spielzeit sein. Ich gehe aktuell, stand jetzt davon aus, dass das nicht die reine Spielzeit nur für die Story ist. Ich gehe davon aus, dass es die reine Spielzeit Story und Nebenmissionen sein wird. Es gibt natürlich wieder extrem viele Sachen zu finden. Einsammelbare Objekte, keine Ahnung, in San Andreas war es zum Beispiel noch Graffitis, 50 Stück oder waren es 100, ich weiß es gar nicht mehr. In jedem GTA-Teil gab es irgendwelche Sachen über bestimmte Mengen zu finden oder in Liberty City waren es die Tauben und so weiter und so fort. Ich denke, dass diese Sachen hier nicht mit reinziehen, aber 400 Stunden reine Spielzeit für Nebenmission und Story, das ist schon eine ordentliche Nummer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich finde es auf jeden Fall geil. Der Speicherplatz, das ist nochmal eine andere Nummer. Wenn man dann sich von bestimmten Speicherständen oder Spielen verabschieden muss, muss man sie eben neu runterladen, wenn man keinen Bock mehr auf GTA hat. Aber wir sollten uns davon verabschieden, wenn wir nicht bereit sind, unser Spiel oder beziehungsweise unsere Festplatten zu erweitern, dann können wir uns davon verabschieden, dass wir wahrscheinlich eine Menge Platz auf unseren Konsolen haben. Aber ich denke, mit GTA sind wir erstmal lange, lange beschäftigt, sodass wir das wahrscheinlich freiwillig opfern werden. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Wenn ich neue Informationen über GTA 6 habe, seid ihr bei mir natürlich wieder genau richtig. Abonniert meinen Kanal, vergesst nicht zu kommentieren und zu abonnieren und so weiter und so fort. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.